Optimist. Ein Optimist ist jemand, der von allem das Beste erwartet. Optimist kommt vom Lateinischen Optimus und Optimus heißt der Beste oder Optimum, das Beste. Der Optimist ist jemand, der eine frohe Natur ist. Der Optimist hat eine Einstellung zum Leben, in der er immer das Beste erwartet. Er sieht die gute Seite von allem. Das Gegenteil vom Optimisten ist der Pessimist. Der Optimist ist typischerweise fröhlicher als der Pessimist. Er ist typischerweise auch leichtsinniger als der Pessimist. Der Optimist traut sich mehr zu und probiert mehr aus. Der Pessimist ist etwas vorsichtiger und passt etwas mehr auf. Wer lebt länger, der Optimist oder der Pessimist? In früheren Jahren, also zum Beispiel um 2000, hat man oft gesagt, dass der Optimist länger lebt als der Pessimist. Dass Optimismus eine erstrebenswerte Grundhaltung sei, die dazu führt, dass man glücklicher ist, gesünder und länger lebt. Und da gab es auch einige Studien, die zeigen, dass der Optimist länger lebt als der Pessimist. Aber nur unter der sogenannten Ceteris Paribus-Bedingung. Das heißt, wenn man alle anderen Faktoren ausklammert. Wenn also ein Optimist und ein Pessimist sich gleich gesund ernähren, wenn sie eine gleich vorsichtige oder risikoreiche Lebensweise haben, wenn sie genauso viel Sport machen, dann leben der Optimist und der Pessimist genauso lange. Aber hier liegt auch schon die Krux. Denn die Pessimisten haben eine Neigung, vorsichtiger zu leben. Sie haben eine Neigung, gesünder sich zu ernähren und etwas rechtzeitiger zum Arzt zu gehen. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass Pessimisten oft länger leben als die Optimisten, weil ihr Lebensstil ein gesünderer ist. Am besten wäre es natürlich, ein Optimist zu sein, der gesund lebt. Also von Menschen das Beste zu erwarten und trotzdem bestimmte Vorsichten zu ergreifen und aufzupassen, dass man nicht enttäuscht wird. Sich gesund zu ernähren, aber nicht ständig sich Sorgen zu machen, dass irgendetwas Komisches am Essen drin sein könnte. Sport zu treiben, aber nicht ständig überlegen, was jedes kleine Zwacken zu bedeuten hat. Etwas zu wagen, aber eine gewisse Vorsicht zu haben. In der Wirtschaftswissenschaft hat man mal eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, die erfolgreichsten Menschen sind die paranoiden Optimisten. Das heißt, diejenigen, die das Beste erwarten und trotzdem ständig überlegen, was kann schiefgehen. So ist am besten, Optimismus und Pessimismus miteinander zu koppeln. Und da die wenigsten Menschen das in sich zusammen hinkriegen, ist es gut, dass in einer Gruppe immer Optimisten und Pessimisten zusammen sind. Es ist gut, wenn im Vereinsvorstand oder auch in einer Initiative Optimisten und Pessimisten da sind. Es ist gut, wenn in einem Team, in einer Firma, in einer Behörde Optimisten und Pessimisten da sind. Das führt dazu, dass man zum einen die guten Entwicklungen sieht und wertschätzt, das ist die Aufgabe der Optimisten, dass man die Chancen sieht, aber auch, dass man auf Gefahren vorbereitet ist und dass man dafür sorgt, dass schlechte Dinge gar nicht erst eintreten, weil man als Pessimist gut vorgesorgt hat. In diesem Sinne überlege selbst, bist du Optimist oder Pessimist? Meistens ist man ja beides zusammen. In welchen Situationen bist du eher Optimist, in welchen bist du mehr Pessimist und in den Gruppen, in denen du bist, in den Teams, in denen du bist, ist Optimismus und Pessimismus ausreichend ausgeprägt, damit man Chancen sieht und gleichzeitig vorsichtig ist.